Einen wunderschönen guten Tag, liebe Meerwassergemeinde. Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung der Firma Refactory. Ja, es geht weiter im Programm. Wir haben heute hier ein etwas größeres Teil liegen. Und zwar haben wir hier die neuen Reef Flare Bar 2. Hier in der L-Version. L ist 1,20 Meter lang, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, diese Reef Bars sind im Prinzip dafür gemacht, noch zusätzlich zu den Reef Flares montiert zu werden, um ja so ein kleines bisschen zu unterstützen. Heißt nicht, dass die Reef Flares Unterstützung benötigen würden. Aber manchmal ist es halt auch so, dass wir hier und da größere Aquarien haben, wo die Reef Flares an ihre Ausleuchtungsgrenze kommen. Und da können wir natürlich auch unter anderem mit den Reef Bars ein bisschen unterstützen. So, was ist jetzt im Prinzip neu bzw. anders zu den vorherigen Reef Bars? Ich denke, das sehen wir eigentlich erst, wenn wir das Ganze mal ausgepackt haben. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste, genau, da ist wieder ein entsprechender QR-Code auf der Vorderseite. Und wenn wir das aufmachen, lacht mich als allererstes der Hilfeaufkleber an. Also wenn ihr Support oder ähnliches braucht, das ist mittlerweile in jedem Paket verbaut. So, dann haben wir hier, kommt mir direkt Netzteil und die übliche Kurzanleitung und Garantiebedingungen entgegen. Und da kommt sie. So, was ich im Vorfeld schon gesehen habe, wir haben eine andere Bauform. Das heißt also, mehr ist nicht drin, mehr brauchen wir auch nicht. Die Bauform, wie ihr seht, ist ein wenig verändert. Wir haben hier oben eine Führungsschiene drin, die hatten wir vorher auch schon. Aber ich halte es mal so in die Kamera, dann sieht man das am besten. Das ist die tatsächliche Bauform jetzt. Ich denke, von der Bestückung her und von den LEDs her wird sich nichts großartig geändert haben. Aber wir haben tatsächlich hier kein zusätzliches externes Gerät, wo die wo die Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde. Genau. Das ist jetzt mit ins Gerät gewandert. Wir haben hier die üblichen Teile wieder dabei. So. Einmal mit der Magnet. Einmal das Netzteil. 1 Meter lang. Der nächste Meter sitzt hier dran. Das heißt, wir haben also 2 Meter Länge. Dann haben wir noch dabei eine entsprechende Seilaufhängung, damit wir auch vernünftig die erstmal anbringen können. Es gibt aber auch noch demnächst eine zusätzliche Aufsatzhalterung, nee, nicht Aufsatzhalterung, eine Halterung, um diese Bars an der bestehenden Aufhängung von der von den Reef Flares zu befestigen, also sprich von der Deckenschiene. Ja, das wird dann auch nur aufgesetzt, beziehungsweise wahrscheinlich hier oben in die Hämmer eingesetzt. Und dann hängen die im Prinzip links und rechts neben den Reef Flares. Das wird die Montage sein, die wir auch tatsächlich beim Thorsten durchführen werden. Also die Seilaufhängungen, die hier dabei sind, die sind im Prinzip dafür da, damit wir dann, wenn wir die frei aufhängen wollen, wenn wir die noch ein bisschen von den Reef Flares weghaben wollen, wollen wir beim Thorsten tatsächlich nicht. Die wollen wir da als Zusatzbeleuchtung packen. So, und jetzt habe ich hier und da im Netz schon mal die Anfragen gehabt. Ja, sind das denn jetzt endlich Vollspektrum-Geräte? Nein, sind es nicht. Sie ist tatsächlich dafür da, um die Farben zusätzlich zu unterstützen. Indem sie halt Bereiche zwischen 410 und 480 Nanometer LEDs verbaut hat und das natürlich in der entsprechenden Anzahl. So wie diese Bar jetzt hier liegt, hat sie eine Leistungsaufnahme in der Größe bei 1,20 Meter von 60 Watt. Dann gibt es dann noch, da muss ich jetzt gucken, die nächsten Längen, damit ich nichts Falsches sage, 90,
Zentimeter Länge gibt es mit 45 Watt und die kleinste Version sind 60 Zentimeter Länge mit 30 Watt. So, und entsprechend die Bestückung der einzelnen blende ich mal, lasse ich mal eben auf der Seite mit runterlaufen, damit ihr mal seht, wie die ungefähr bestückt ist. Tatsächlich ist es so, dass die, wie gesagt, zur Farbunterstützung eingesetzt werden, also sprich für die Blaulichtphase oder tagsüber, wenn ihr sowieso schon ein entsprechendes Vollspektrum habt, dann da noch zusätzlich so ein kleines bisschen die Farben zu kitzeln mit ein bisschen mehr Blau rein, links und rechts an den Seiten oder nur eine dabei, je nachdem, wie groß das Becken ist. Ja, Thema Verbindungsroutine ist das gleiche Spiel. Blende ich euch oben wieder mit ein, dass die Verbindungsroutine zum Smart Reef funktioniert mittlerweile sehr einfach, sehr easy. Was noch zu sagen ist hier, wir haben hier einmal so ein kleines Fähnchen. Das hat damals hat neulich bei den Reef Flares tatsächlich nicht so gut funktioniert. Hier ist das Fähnchen ein bisschen größer. Das könnte tatsächlich besser funktionieren. Und auf den Kartons ist der gleiche QR-Code nochmal. Also, die Kartons nicht unbedingt wegschmeißen oder zumindest da oben die Klappe, wo das Ganze aufgeklebt ist, die definitiv behalten oder abfotografieren, irgendwo hinlegen, damit ihr diese Verbindungsnummer habt. Weil wenn die hier weg ist und wenn die da weg ist, dann habt ihr nur eine einzige Chance, überhaupt an die Seriennummer zu kommen, um das Ganze ins Smart Reef zu kriegen. Und das ist dann über die alte Verbindungsroutine, die etwas komplizierter ist. Weil dann muss man hingehen und dieses Gerät hat ein eigenes Netzwerk, wenn es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Diese Sachen kann man dann dementsprechend im Wi-Fi sehen. Aber das ist jetzt nicht Thema hier. So, alles schön kompakt. Das heißt, wir haben ein Kabel, wir haben ein Netzteil, wir haben keine weiteren Geräte hier dran. Das ist schon mal die eine Sache. Ich habe gerade eben was von Reset gesehen. Irgendwo war er. Wo bist du? Da. Da haben sie dann auch aufgedruckt, wo der kleine süße Neodym-Magnet 15 Sekunden dran gehalten werden soll, damit die Lampe dann zurückgesetzt wird auf Werkseinstellung, damit die dann auch dementsprechend ohne Probleme verbunden werden kann. Ja, was haben wir noch? Ich würde sagen, ich hänge das Ding einfach mal auf und dann schauen wir mal weiter. So, zur Montage ist eigentlich recht easy. Wir haben hier so kleine Aufnahmen. Dann mache ich noch mal eben noch eine Detailaufnahme von gleich. Die werden hier oben in die Schiene eingesetzt. Dann kommen die Aufnahmen, werden einfach hier oben dran geschraubt und dann wird das Ganze festgeschraubt. So, und dann könnt ihr die hier frei drauf verschieben, da wo ihr die haben wollt. Das gleiche mache ich jetzt von der anderen Seite. Das wäre dann die freie Aufhängung, wenn ihr dann noch zusätzlich Seile an die Decke bringen wollt oder ja. So. Da müsst ihr dann im Vorfeld drauf achten. Da habe ich mich nämlich auch schon mal mit vertan. Die Seile mal kurz auseinander hier. So. Die hier, da müsst ihr definitiv, nee, nicht die, die Kappen. Die vorher durch die Kappen ziehen, bevor ihr die einfädelt. Weil diese Kappen sind ja im Endeffekt dafür da, damit er das Ganze an die Decke dübelt. Übrigens, Dübel sind zwar dabei, Schrauben sind auch dabei. Für sehr stabile Decken, ich würde größere nehmen. Aber das wird damit wahrscheinlich auch funktionieren. Also, wird einfach dann reingedrückt hier. Unten rausziehen. Und schon haben wir. Schon fertig ist der Lack. So, ich bringe das Ganze jetzt mal hier an meine Querstange an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich habe das Ganze jetzt mal hier aufgehangen bei mir. Die Lichtmessung machen wir heute nicht. Die machen wir dann tatsächlich erst, wenn die beiden Reef Flares, die ich jetzt bekommen habe, beim Thorsten über Becken hängen. Das werden wir separat machen. Und gehen wir einfach jetzt mal ins Smart Reef rein. Ich nehme euch mal mit aufs Gerät hier.
Und dann schauen wir uns mal an, was wir für Einstellungsmöglichkeiten haben. Es ist tatsächlich keine große Hexerei, selbst ich bin damit klargekommen. Okay, ich habe mich jetzt langsam aber sicher auch in die Bedienung und die Aufteilung der entsprechenden Geräte dementsprechend eingefuchst. Wir haben hier unten drei Buttons, beziehungsweise fangen wir oben an. Wir haben die Leistung, die angezeigt wird. Momentan sind 37 Watt Leistung von 60 Watt angezeigt. Dann haben wir den Tagesverlauf. Also wir können im Prinzip nur die gesamte Fläche dimmen. Wir können an den Farbeinstellungen nichts verändern. Also die Farbe, so wie die ReFlare im Prinzip eingestellt ist, ist so, wie sie ist. Das können wir nicht machen. Wir können die Intensität und wir können den Zeitplan darüber verändern. Und wir haben halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt gerne eine manuelle Einstellung machen, bei so und so viel Prozent über die und die Zeit. Ja, da haben wir hier die Möglichkeit zu sagen, das übliche 1 bis 6 Stunden oder auf immer. Oder und gleichzeitig halt die Intensität einzustellen. Das ist eine Möglichkeit. So, jetzt gehe ich mal kurz wieder hier zurück. Dann gehe ich in Einstellungen. So, hier unter Einstellung haben wir die Zeitpläne einerseits angezeigt. Ich habe hier einen erstellt, namens Test. Ja, sehr einfallsreich, ich weiß. Gehen wir gleich etwas genauer drauf ein. Dann haben wir die Intensität des Zeitplans. Das können wir hier auf der Sache nicht ändern. Und dann unten drunter WLAN zurücksetzen und auf Werkseinstellung zurücksetzen, wenn wir die Lampe dann halt aus dem laufenden Betrieb heraus irgendwo in ein neues Netzwerk reinhängen wollen oder verkaufen oder was auch immer. Aus welchem Grund auch immer, dass das dann zurückgesetzt werden muss. Gehen wir aber jetzt mal in die Einstellungen rein. Wir haben oben einmal die Bezeichnung, wir können das Ganze verändern. So, wir haben jetzt hier tatsächlich 61% der Lampe eingestellt und wir können hier auf die verschiedenen Punkte springen. Erst wenn wir an den Punkten sind, können wir auch erst diese Skala hier verschieben. Also sprich, ich muss auf dem Punkt sein und dann kann ich den Punkt verändern. Seht ihr, da wird es ein bisschen weniger. Dann springe ich zum nächsten Punkt und sage, da hätte ich jetzt gerne aber 100%. So, und dann kann ich jetzt hier neben springen zum nächsten Punkt. Der ist jetzt meinetwegen auf 0%. Ich möchte aber noch einen haben. Dann gehe ich einfach hier oben, da wo die Uhrzeit steht, und verschiebe dann, nein, klicke erstmal daneben, so dass ich das so bekomme. So rum war es. Sorry. Dann kann ich verschieben und sagen, ich möchte gerne hier, an der Stelle, möchte ich einen Punkt einfügen. Und mit diesem Punkt kann ich dann auch mit der Intensität wieder ein bisschen spielen. So, Name des Zeitplanes. Nehmen wir jetzt mal Viper 1. Und dann kann ich dann anschließend hingehen und entweder speichern oder ich kann ihn überprüfen. Überprüfen heißt, er durchläuft einmal den Tagesplan, so wie er jetzt hier ist, in der Simulation ziemlich schnell, damit wir sehen, ob das, was wir eingestellt haben von der Intensität und von der Dauer her, dann dementsprechend auch dem entspricht, was wir uns vorgestellt haben. Ja, dann sagen wir speichern. Und dann ist das Ganze dementsprechend abgespeichert. Warum da jetzt Intensität des Zeitplans 100% steht, weiß ich noch nicht. Das müsste ich euch nochmal nachreichen. Aber das ist im Prinzip schon das gesamte Hexenwerk gewesen hier. Die Lampe ist relativ einfach aufgebaut. Hier seht ihr jetzt den Zeitplan, so wie ich ihn jetzt geändert habe. Und die durchläuft das jetzt. Es ist natürlich auch möglich, da es eine Lampe ist, die mit zu gruppieren. So, ob ich die jetzt mit in eine ReFlare-Gruppe setzen kann, weiß ich noch nicht. Das werden wir beim Thorsten rausfinden, wenn das Ganze beim Thorsten hängt. Aber Fakt ist, ich kann zwei Stück natürlich definitiv miteinander verbinden und aus dieser Gruppe heraus dann dementsprechend auf einen Zeitplan, auf eine Beleuchtungsart eingehen und die dann hier im Smart Reef zu kombinieren und zu sagen, ich möchte gerne für beide Lampen ein und die gleiche Art und Weise, wie sie dann halt laufen. Ja, das war es im Prinzip schon. Und ich würde sagen, wir sehen die Geräte spätestens beim Thorsten. Und falls ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte oder unsittliche Anträge habt, schreibt es runter in die Kommentare. Ja, in diesem Sinne,
Bis zur nächsten Vorstellung oder bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Däumchen nicht vergessen. Ciao.